kam ich mit meinen beiden Hausfrauen zum ersten Mal ins Gespräch. Sie sagten, sie beten täglich zu ihrem Gott, dass der Krieg bald aufhöre. Ob ich auch dies bete? Ich blieb ihnen die Antwort schuldig. Sie sagten weiter, la guerre, grand malheur. Lass mich nur nicht glauben, während deine Schuld meine Augen zog. Kraft Jesu denke ich mich selber fand, einst vor nur den Griff von Heldung. Cette lettre te parviendra, je serai mort, fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Zum Schlussappell in der Garnison. Zum letzten Mal, guten Morgen, Leute. Dann fährt ein jeder dahin, wo seine Heimat ist. Ist sie es noch? Auf dem Bahnhof prangen noch die Worte, seid willkommen, tapfere Krieger. Genauso wie damals, als man zuletzt auf Urlaub war. Aber es ist alles so schmutzig, so träge und so voll Hohn. Dass sie einem den Flügel lahmgeschossen haben, ist zu ertragen. Aber hier drinnen, da ist etwas entzweigegangen. Irgendetwas.